ist wirklich ein Teufelskreis. Man denkt so sich, ich habe noch eigentlich was zu tun, setzt sich trotzdem vor den Rechner und spielt. Ist dann danach traurig, dass man halt gespielt hat oder auf sich selbst sauer, weil man die eigentlichen Aufgaben nicht gemacht hat. Also in meiner schwierigsten Zeit hatte ich am Tag bestimmt so 18 Stunden am Stück, dann ein paar Stunden geschlafen, 4-5 Stunden und dann wieder gezockt, wie nichts Gutes. Das fing eigentlich an mit 12, 14 Jahren schon, dass ich halt in der Schule gemobbt wurde und ich dann eigentlich angefangen habe so zu spielen und halt auch Depressionen hatte schon im jungen Alter und dadurch dann aus der realen Welt halt auszutreten und in eine virtuelle Welt, die mir gefällt, die ich nach meinen Wünschen gestalten kann sozusagen, dann ja dort erleben kann. Du hast nach jedem Spiel hast du irgendwie so einen Erfolg. Nach 45 Minuten, wenn ich das Spiel gewonnen hatte, totales Erfolgserlebnis, hab da wieder ein Spiel gerissen, hab da wieder das Team zum Sieg geführt. Es ist wirklich so eine Endlosschleife auch. Und die Leute, mit denen man spielt, die pushen einen dann und man möchte dann fürs Team was tun, man möchte besser werden. Ja, die Spiele allgemein sind ja einfach auch auf diesen Suchtfaktor ausgelegt, dass man wirklich süchtig davon wird. Die allermeisten Menschen lernen das im Laufe ihres Lebens, den Computer für sich vorteilhaft zu nutzen. Wenige lernen das nicht und wenige bleiben in dieser virtuellen Welt dann kleben. Wir selber sprechen hier in der Klinik von einem pathologischen PC- und Internetgebrauch. Dieses Krankheitsbild entwickelt sich in der Regel beginnend in einer, wir nennen es vulnerablen Phase, also in einer sensiblen Entwicklungsphase, wo unsere Patienten dann einen Weg gewählt haben, der vielleicht als Flucht oder als Ausweg dient vor unangenehmen Ereignissen, vor unangenehmen Entwicklungsschritten. Was sind Ihre Hauptgefahrenbereiche? Also wo sind Sie sich sicher? Das ist definitiv rot bei mir. Ja, das ist einmal soziale Netzwerk. Ich hatte Probleme, immer sehr viel gechattet halt auch. Und deswegen wollte ich mich von meinen ganzen sozialen Netzwerken wie Facebook und Yappi auf jeden Fall komplett abmelden. Komplett alles löschen und nie wieder raufgehen. Mhm. Und halt Computerspiele wollte ich bis ich eine Ausbildung abgeschlossen habe, das wird jetzt etwa 2 Jahre noch dauern, auf jeden Fall auch gar nicht mehr anrühren. Ich mache mir da schon ab und zu mal so Gedanken drüber, was ich halt in der Zeit, in der ich gespielt habe, hätte anderes machen können. Aber nutzt jetzt nichts. Ne? Das ist jetzt so gesehen verloren gegangene Zeit. Ich hatte auch viel Spaß halt beim Spielen, das, so sehe ich das halt auch. Aber es war halt eine Sucht. Dann wäre das jetzt so zu lang. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, Sie würden Trizeps. Ja. Oder das? Das ist gerade, oder? Ja, jetzt entscheiden auch die Arme zu denn, ne? Ja. Genau. Die Erfolgschancen für unsere Patienten sind gut. Wir haben eine Katamnese-Studie gemacht und da war es so, dass bei ca. 60% unserer Patienten ein Jahr nach deren Entlassung das Symptomverhalten, also zum Beispiel das exzessive Spielverhalten, gebessert war. Und bei den allermeisten Patienten bei uns im Haus ist es so, dass sie, wenn sie die Klinik verlassen, weiterhin zu tun haben werden mit elektronischen Medien. In fast jedem Beruf brauchen wir einen Computer. Das wissen wir und unsere Patienten beginnen schon in der zweiten Therapiehälfte, sich diesem Medium auch wieder zu nähern und dann für sich den Gebrauch des Computers auszuprobieren und den veränderten und gesünderen Gebrauch dann zu erlernen. Durch die Therapie jetzt hier, ich bin ja auch jetzt schon 5 Wochen hier, habe ich schon wirklich Alternativen gemerkt. Mich nicht mehr zu verstecken, nicht mehr zu fliehen. Das ist, also ich fühle mich eigentlich jetzt schon ziemlich fit fürs reale Leben. Im Großen und Ganzen, denke ich, werde ich nach dem Klinikaufenthalt auf jeden Fall einiges in meinem Leben ändern. Was das Spielen angeht, auf jeden Fall, dass ich erstmal komplett halt wegbleibe, wie gesagt. Und was mein soziales Leben, meine alten Freunde zum Beispiel angeht, werde ich auch einiges ändern und mit denen viel mehr machen. Halt im realen Leben anstatt jetzt virtuell.